wie viele Punkte wir noch haben. Per se würde ich, glaube ich, eher den Schild für die nehmen. So, lösbar Einsatz des Schildes, eine Explosion im Radius von 3 Metern aus, die 300 Punkte Schaden verursacht. Gewährt dem biotischen Protektor eine Chance von 50% keine Ablenkzeit auszulösen. Wir nehmen das. Ein bisschen Damage kann ja nicht schaden. So, ich denke, das sollte für die Gruppe eigentlich ganz gut sein. Gibt es hier irgendwas Nettes? Und ich habe auch gelungen, scheinbar nicht nur Turianer, sondern alle nur. Hier sind noch mehr sehr großflässig Turianer. Ich danke. Was haben wir denn hier? Kerry-Wandler. Ach, jetzt könnte ich ja theoretisch. Was haben wir hier? Schrotwillen, Universalklinge. Na, muss nicht sein. Talon. Hey, Commander. Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Wofür willst du dich bedanken? Ich wollte mich nur bedanken. Marine Datenpad. An Kundschafter-Team E von Basis 2. Es heißt, Aria habe den Angriff auf die Station angeführt und sei jetzt mit an Bord. Der Boss ist unterwegs, um der Sache auf den Grund zu gehen. Versucht euch aus allem Ärger rauszuhalten, solange sie weg ist. Und lasst euch nicht erwischen. Unsere Truppen sind im Moment gebunden. Also haben wir nur begrenzte Rettungsoptionen. B2T. Okay. Also wusste sie quasi, dass wir kommen. Aber ich meine, das war auch unmöglich, das nicht zu erfahren. Bei dem Krach, den wir gemacht haben. Nyrene. Cerberus zieht sich erstmal zurück. Die Späher sollen weiterhin auf den nächsten Angriff achten. Du hast ausgezeichnete Arbeit geleistet, Nyrene. Aber jetzt übernehme ich. Du weißt ja, was mit Leuten passiert, die mir widersprechen. Und wenn ich Nein sage, tötest du mich dann? Meine Leute werden da nicht mitmachen. Ja, sie scheinen ekelhaft loyal zu sein. Wie auch immer, ich kriege, was ich will. Diesmal nicht. Oh Gott, jetzt muss ich mich dazwischen schlagen. Entweder... Ich kenne Irene eigentlich nicht. Bei Aria weiß ich, die hat mir schon Truppen gegeben, ne? Ich weiß es nicht, ich bleib einfach mal bei Aria. Es reicht, Aria. Keiner von uns schafft diese Sache allein. Zusammenarbeit ist unsere einzige Chance. Mag sein, aber meine Priorität ist die Bevölkerung von Omega. Du übernimmst eine Gang und glaubst, du kannst über Omega entscheiden? Nyrene, sieh zu und lerne. Els, alles in Position. Die gesamte Station ist verbunden. Bevölkerung von Omega, ich bin zurück. Cerberus glaubt, ihr werdet besiegt. Sie glauben, sie hätten euch unter Kontrolle. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Ihr seid die Gesetzlosen der Galaxie. Ihr werdet nicht besiegt und niemand kann euch kontrollieren. Seid bereit! Bald könnt ihr euch gegen die Unterdrücker wehren! Gemeinsam erobern wir Omega zurück! Das ist dein Plan? Zivilisten gegen Cerberus einsetzen? Alles ist besser, als wie ein hirnloses Tier im Käfig auf die Schlachtbank zu warten. Ich weiß, was du vorhast, Aria. Und es gefällt mir nicht. Ich muss Zivilisten evakuieren. Darum kümmere ich mich später. Okay, machen wir die Leute abmarschbereit. Los! Was versuchen sie da eigentlich? Versuchen? Das Volk von Omega, mein Volk, kämpft gerne. Wenn es losgeht, werden sie bereit sein. Nyrenes Moralkodex verhindert, dass sie zusieht, wenn Zivilisten in Gefahr sind.
Das macht sie so berechenbar und damit so leicht zu manipulieren. Cerberus startet eine weitere Offensive. Anscheinend hat nicht nur mir deine kleine Rede missfallen, Arya. Ich habe seine Aufmerksamkeit. Gut. Commander, die Landeplätze gehören Ihnen. Meine Leute und ich halten die Haupttüren. Verstanden. Die Landeplätze. Gibt's da auch noch Kanone, wo ich einfach rumballern darf? Ich glaube nicht, dass ich hier lang sollte. Das ist richtig geil gemacht. Okay, wir müssen zurück. Dun, 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 dun. Boah, das gefällt mir gerade, dieses kleine Ding. Dun, 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 dun. Ei. Hallöchen. So, du bist tot. Hallöchen. Darf es ein bisschen mehr sein? In Stellung. Granate! Hat das auf die gar keine Wirkung? Die waren schon weg. Granate! Na komm! Ergebt euch! Na gut, einen Roboter zu fragen, ob er sich ergibt, das dürfte sinnfrei sein. Oh, haben wir noch mehr hier? Jemand ohne Fahrschein. Und tschüss. Wir brauchen Ihre Hilfe bei den Haupttüren. Wir sind unterwegs. Kein Problem. On my way. Ich meine, das ist ja eigentlich nur ein Außenposten, ne? Ja, ja, lass mich ballern. Nein, die lassen mich nicht ballern. Ach komm schon. Baller, baller, baller. Oh. Habe ich eigentlich das Ding aktiviert? Ich glaube nicht. Jetzt ist aktiviert. Ach so, du willst hier rein. Sag das doch. Na, bist du was hier? Mein Freund. Dam, dam, dam. Talons werden mitkämpfen. Jemand muss dafür sorgen, dass du unsere Bevölkerung nicht verheizt. Sehen Sie, Shepard? Lassen Sie mich raten. Ich bin berechenbar und darum leicht zu manipulieren. Ja. Fast wörtlich zitiert. Sie glaubt, sie trickst sie aus. Das ist nichts Neues. Aber eins ist klar. Meine Leute kommandiere ich. Da gibt's keine Diskussion. Solange sie bereit sind. Oh, sie werden bereit sein. Das muss dabei jetzt nochmal sein. Ist der Typ ganz unten oder ganz oben? Es ist fast geschafft, Shepard. Die Talons sind das Kanonenfutter. Nun müssen wir nur noch die Kraftfelder ausschalten, um zum Afterlife zu kommen. Wodurch die Zivilisten von Omega freikommen.
Cerberus muss 1 Million Brände löschen. Mit einem Schlag arbeiten uns die Bevölkerung und die Talons in die Hände. Das ist manipulativ. Sie sollten Ihr Bündnis nicht gefährden, noch bevor es überhaupt Form annimmt. Ich habe gelernt, nicht auf Wahrheit und Wohlwollen zu bauen. Vielleicht wäre das jetzt angebracht. Ich sag Ihnen was. Ich denk drüber nach. Und jetzt plane ich an der Steuerkonsole den nächsten Schritt. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Die Lage hier wird langsam ein bisschen brenzlig. Ich hab hier gerade noch mit dem Mechaniker zu tun. Genau die habe ich gebraucht. Danke. Bitteschön. 49. Oh, hallo. Diese Tür ist abgeriegelt. Danke. Ich hätte jetzt auf ein schönes Gespräch gehofft, aber... Vorsichtig aufgeregt. Willkommen bei Herod's Emporium, Mensch. Erleichtert. Ich freue mich, dass Arya zurück ist. Das versteckte Hinterzimmer wurde langsam eng. Ihre Patrouille hat mich befreit. Durchtrieben. Ich habe einen Plan für den Ausgleich meiner Verluste durch die Cerberus-Übernahme. Informativ. Der General hat nach der Übernahme Arias Sofa aus dem Afterlife geworfen. Ich möchte ihre Gunst erlangen, indem ich es ihr zurückbringe. Verlockend. Wenn sie es finden und mir die Koordinaten schicken, soll es ihr Schaden nicht sein. Warum nicht? Das hat für mich keine Priorität, aber ich halte die Augen auf. Dankbar. Im Erfolgsfall gebe ich Ihnen einen Finderlohn für Ihre Mühen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Höflich. Einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Danke, das möchte ich gerne. N7 Valkyrie. Das hatte ich doch. Sturmgewehr. Ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen soll. Eigentlich brauche ich es nicht. Mir wurde gesagt, ich soll es lieber nicht tun. Aber das kaufe ich mir. Stufe 3. Das könnte vielleicht noch nützlich sein. Hochgeschwindigkeitslauf 4. Ja gut. Machen wir das so, ne? Aber das brauchen wir doch eigentlich gar nicht, oder? Oder... Ist das einfach nur ein Upgrade? Wisst ihr was? Komm, wir kaufen es doch. Ach, wir können hier alles upgraden auf Stufe 4, oder was? Zack. 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 Und schon habe ich kein Geld mehr. Okay. Einfach mal ein bisschen gekauft. Ich bin der gute alte Waffenschmied. Alles im Lot hier. Eieieiei. Els hat gerade eine Ankündigung geschickt. Wir brechen in Kürze auf. Okay, Arya. Was geht? Ich höre Els. Ich habe die Energiequelle der Cerberus-Kraftfelder gefunden. Ich verstehe. Shepard, sehen Sie mal. Der General zieht Energie von einem meiner Hauptreaktoren tief im Herzen der Minen von Omega ab. Leider wird der Zugang durch die Kraftfelder selbst abgeschnitten. Nicht ganz. Da ist ein freier Weg durch dieses dunkle Gebiet. Dann nach oben. Mhm. Die Aufbereitungsanlage einer der Minen. Stillgelegt. Nicht durch Kraftfelder blockiert. Wir dringen dort ein. Gehen durch die Mine und nehmen dann diesen Fahrstuhl zur Hintertür des Reaktors. Gutes Auge, Shepard. Dann los. Nicht ohne mich. Arya, meine Patrouille hat sie aufgegriffen. Bitte, so ein Blödsinn. Wir sind jetzt Verbündete. Hat Arya das nicht erzählt? Nareen wurde erwartet, Bray. Zurück auf ihren Posten. Die Talons sind bereit. Aber wenn ich meine Leute ins Getümmel schicke, will ich sicher sein, dass die Kraftfelder endgültig unten sind. Ob's ihnen passt oder nicht, sie haben mich am Hals. Vertraust du mir etwa nicht ganz? Ich vertraue dir überhaupt nicht. Okay. Ey, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Vertraut mir. Wir ziehen zusammen in den Krieg. Ich sorge für Kooperation. In Ordnung, Commander. Zum Glück sind nicht alle auf dem Machttrip.
Warte bei der Krankenstation, Nareen. Wir kommen gleich nach. Shepard, ich muss noch ein paar Befehle erteilen. Ich treffe Sie dann auch dort. Eieieiei. Die sind hier echt auf Krawall gebürstet. Ich sag es euch. Normalerweise, wenn zwei Frauen sich streiten. Oh oh, pass auf. Wir sollen sie zurücklassen, oder? Ich weiß.